Wenn Sie Bürgermeister von Bruchköbel werden, machen Sie als allererstes? Naja, ich werde mich freuen, werde feiern und ja, dann mache ich die Innenstadt zur Chefsache. Wenn Sie nicht Bürgermeisterin von Bruchköbel werden, machen Sie als allererstes? Ach, ich werde trotzdem feiern mit meinem tollen Team und ja, dann weiter Kriminalität bekämpfen und Kommunalpolitik machen. Was ist Ihre größte Stärke? Hartnäckigkeit? Was ist Ihre größte Schwäche? Zu viel Hartnäckigkeit. Warum wollen Sie Bürgermeisterin werden? Ich möchte Bruchköbel besser machen und ich weiß auch, dass ich das kann. Wenn Sie nicht gewinnen, welcher Ihrer Konkurrenten sollte Bürgermeister werden? Naja, das soll der Wähler entscheiden. Was gefällt Ihnen an Bruchköbel besonders gut? Ja, ich mag besonders die Lage in der Natur, aber trotzdem halt im Ballungsraum. Das ist, denke ich, eine gute Kombination. Wo hat Bruchköbel die größten Defizite? Ja, in Bruchköbel laufen viele Dinge sehr zäh und dauern viel länger als in anderen Kommunen. Worüber würden Sie gerne mal mit Günther Maybach sprechen? Ja, die Amtsübergabe natürlich. Ihr Lieblingsort in Bruchköbel? Ja, mein Zuhause. Welcher persönliche Gegenstand muss unbedingt mit ins neue Bürgermeisterbüro im Stadthaus? Ja, ich würde ein Familienfoto mitnehmen. Ihr Lieblingsort außerhalb von Bruchköbel? Ja, alles so in der Natur. Ich mag die Hohe Straße gern, die Nordsee, Australien, alles mit so ein bisschen Weitblick. Heute schon gelogen? Nein. Katze oder Hund? Hund. Äppler oder Bier? Äppler, der beste Äppler kommt ja auch aus Bruchköbel. Stadt oder Land? Land. Meer oder Berge? Meer.